Hallo Freunde, wir spielen mal aus Langeweile ein bisschen Yu-Gi-Oh! Die heiligen Karten. Momentan habe ich wenig Zeit und deswegen spiele ich mal hier sowas kleineres wie Yu-Gi-Oh! Ne? Neues Spiel. Aber für den Gameboy ist das Spiel, ja. Muss man ja mal dazu erwähnen, ne? Mr. Nein! Ein Kuribo! So, da oben rechts mein Kuribo. Ah, hier. Das Spiel habe ich als Kind immer gespielt auf dem Gameboy. Das Turnier in Battle City ist heute, Mr. Moore. Guten Morgen, Mr. Moore. Ist dein Deck fertig? Mein neuer Deck ist etwas ganz Besonderes. Es hat lange gedauert, aber die Mühe hat sich gelohnt. Mr. Moore, hast du einen guten Deck? Gut Deutsch. Wo? Sieht nicht gut aus für mich. Aber heute verliere ich nicht. Wir alle haben auf diesen Turnier gewartet. Es wäre schön, wenn wir alle ins Finale kämen. Na klar doch. Okay, fangen wir an. Nur keine Verzögerungen. Die deutsche Übersetzung ist ein bisschen komisch. Aber nur so ein bisschen, ne? Da kommen sie alle hier zusammen. Schau mal, es sind schon alle versammelt. Sieh dir nur mal all die harten Duellanten an. Wow, das ist spannend. Und dann kommt Kaiba. Duellanten, willkommen in Battle City. Zunächst einmal zu den Turnierregeln. Das Turnier findet in ganz Domino City statt, wo sich die Duellanten im Stadt auch treffen. Findet das Duell statt. Duellanten können nur mit eigenem Deck spielen. Der Verlierer muss eine seltene Karte abgeben. Ach, siegreiche Duellanten kommen ins Finale. Das Finale ist an einem geheimen Ort in der Stadt. Jeder Duellant hat eine Lokatorkarte erhalten. Besiege andere, um ihre Lokatorkarte zu bekommen. Mit 6 Lokatorkarten bekommst du Karte für das letzte Duell. Diese Lokatorkarten können der Einsatz im Duell sein. Mit anderen Worten, nur wenn du Duell gewinnst und sie 6 Lokatorkarten bekommst, dann kannst du dann im Finale antreten. Das Turnier beginnt exakt um 9 Uhr. Na dann mal, Duellanten, verteilt euch über die Battle City. Ja, auch rein, Digga, ne? Endlich, es fängt es an. Na und ob sogar, wir sind von nun an Rivalen versucht durchzuhalten, Yugi und Mr. Moore. Vielleicht. Hey, sei nicht so mutlos, Mr. Moore. Nur Mut reißt dich zusammen, du Hurensohn. Ja, packen wir es an, Mr. Moore. Wenn du alle Karten hast, treffen wir uns wieder. Wir sehen uns am Spielzeugladen meines Großvaters. Okay, das machen wir. Ich breche dann mal auf. Und ihr beide schlagt euch bis ins Finale durch. Bis später. Hau rein, Digga, Sure. Haftbefehl, Hamela, Hamela. Ich bin ein Kamela. Wir sollten auch ein paar Karten gewinnen. Ja, bis dann, ne? Ja, weg da. Das ist Mai. Du warst doch vorher mit Joey Wheeler zusammen. Ich werde beweisen, dass ich die beste Duellant bin. Ich werde dieses Turnier gewinnen. Pass auf. Und ich mache Wheeler und Yugi fertig. Fu, fu, fu. Also fuck, fuck, fuck. Hihi, dieses Turnier. Ich werde es ihm zeigen. War aber ein schönes Deck, du nicht. Hier sind die harten Ghetto-Kinder überall. Ihr müsst immer, weißt du, wie du jemanden herausforderst, wenn du die R-Taste. Ah, cool, danke. Endlich weiß ich, wie es geht. Ne? Da ist ein Hund. Arf, arf. Jetzt weiß ich endlich, wie Hunde machen. Arf, arf. Das muss ich mir merken, du. Hallo, willkommen im Laden. Ist noch nicht offen. Oh, da ist etwas, was ich dir sagen sollte. Um andere herauszufordern, drückst du die R-Taste. Lack mich am Arsch, du. Dann fordere ich jetzt da oben irgendjemanden heraus, ne? Nehmen wir mal hier als Test. Du bist etwas voreilig, Mr. Moore. Warte bis 9 Uhr. Na gut. Ich hab gespeichert. Ist es schon 9? Nee, erst 15:15. Dann talken wir mal hier mit allen Leuten so. Hihi, sie sind voll geil, weil ich so Dinosaurier habe und so, ne? Ja, I verstehe, you. La 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 la. Da haben wir schon mit den Leuten eigentlich soweit geredet. Da ist noch einer, mit dem wir reden können.
Du bist doch Jubels Kumpel, oder? Gib ihm eine Nachricht von mir. Ich hasse ihn. Im Duell des Kingdom verlor ich gegen Yugi und Co. Dieses Mal wird es anders. Ich hole mir das Preisgeld und kaufe mir ein Boot. Ein Boot, ja? Aber Boote sind doch uncool. Wer will denn ein Boot? Ich will ein Duell machen. Komm her. Ah, er geht. Soll ich ihn jetzt beim Laden von dem Großvater treffen? Na, hab ich nicht. Belästige mich nicht. Er will mich verputzen? Erotisch. Inwiefern will er mich denn verputzen? Ich muss ihn schon einmal alle ansprechen hier. Er wartet lieber an dunklen Orten. Ich folge ihm sicher nicht in irgendeine Gasse, ja? Bis später, hau rein. Wo war der andere Spago? Da war der Rex hier. Tschüss. Nein? Hä? Und du? Aha. Und da oben ist da jemand? Nee. Hallo? Wo muss ich denn jetzt hin? Au! Hey, es geht los. Okay, packen wir es an. Mein Penis ist klein. Heute gab's Gemüse zum Essen. Fischers Fritz fischt frische Fische. Kein Bock. Ja. Okay. Ready, steady, go. Besiegen wir erstmal diesen Noob. Ich muss erstmal einfinden, ne, und gucken, wie das geht. Aha. Wie kann man denn weitermachen? Ich muss irgendwas wählen. Ah. Als Ahnte verwenden. Ah, Mr. Moore ist an der Reihe. Ah, Haus des Klebes. Was macht das Haus denn? Details. Falle, die für Angreifer die schwache Monster tödlich ist. Nicht mehr als 500. Ah, okay. Dafür muss ich einen opfern, dafür auch. Details. Ein Wankens. Aha. Aber 800 Punkte ist schon nice, ne? Zugenden. Zugende hier. Jetzt kommt der dicke Gabba-Mann hier. Boah, hau mir hin. Ja, Tribut will ich jetzt sein. Tribut. Jetzt haut der hier alles weg, du pass auf. Bam, kleine Raupe, fick dich. Das wäre heftig. Ich glaube, wenn die so einen Rand haben, so graulich, dann haben wir auch irgendwelche... Eine junge... Schattenmonster, Stärke und Licht. Monster auf deinem eigenen Feld schwächen, was? Verdeckt. Ach ja, ich muss auch mal angreifen, ne? Stirb! Was auch immer du warst. Du bist tot. Ich bin an der Reihe. Oh, da wollte der mich da angreifen. Opfern wir mal die blöde Tunte hier. Holen den Gabbermann hier und greifen mal direkt an, ne? Und dann hier nochmal voll direkt. Ich meine, so alle hier, ne? Oh, machen wir das mal. 900. Na,
Dann nehmen wir mal hier den Mann hier. Guck mal, was da ist. Oh, das ist kaputt. Oh, schade, du. Ja, ja, ja. Und nochmal, ja. Ich bin an der Reihe. Mr. Moore ist an der Reihe. Jetzt knall ich ihn weg hier. Jetzt ist er am Arsch, du. Tada, der Gegner hat keine LP mehr. Duell-Sieg! Die Kapazität deines Decks ist um 5 gestiegen. Du hast 120 Domino-Steine erhalten. Nein, Domino. Du hast den Wächter des Thronsaals bekommen. Oh, cool. Du bist voll der Noob. So. Nachdem wir ihn alle gemacht haben und er jetzt schrecklich weint, ne? Machen wir ein Duell gegen ihn hier. Den Spacko hier. Den. Ich will mit dir kämpfen, Mann. Dann nicht. Wer sich nicht traut, das verstehe ich natürlich, ne? Warum stehen da Leute? Was wollt ihr, Stress oder was? Ja, kannst hier das haben als Ahnte, du. Ich bin an der Reihe. Oh Gott, ich bin am Arsch. 500 Punkte, was? Nein, Spaß. Du musst doch einen Effekt haben, oder? Ein armseliges Mädchen, das steht da nicht, was sie kann. Zugende. Wow! Warum hat die das getötet? Keine Ahnung. Aber ist jetzt getan. Also ist mir egal. Ich frag mich, was sie für einen Effekt hat. Na gut. Nein. Ha! Jetzt mache ich ihn alle hier. Jetzt hat er keine Chance mehr. Jetzt ist er richtig in den Hintern. Muss auch schon eine Verteidigungshaltung setzen, weil er so verzweifelt ist, ne? Oh, wir haben echt keine Chance. Aber ich glaube nicht, dass ich alle besiegen muss, oder? Oder doch? Alle drei, die da stehen? Ich weiß das gar nicht. Boah, die arme Pflanze. Aber guckt euch das an, wie wir den hier fertig machen. Also der hat echt keine Chance. Habe ich auch gute Karten? Oh, so jetzt ist er aber tot. Blepp, und das war's. Der Gegner hat keine LP mehr, du hast ihn besiegt, deine Kapazität steigt sich. Aber wir bekommen natürlich auch Geld und so Karten, also lohnt sich das eigentlich. Kämpfe mal gegen den Satzkopf. Wer ist auf dem Friedhof? Au! Hihi, du wolltest mit mir kämpfen, weil ich nehme jede Herausforderung an. Du siehst recht behindert aus. Lass uns kämpfen. Hey, nicht so gemein, ja. Er spielt da hinten noch was Böses. Ich ahne. Oh, das sieht nett aus, das Teil da. Los, dicker Frosch. Ha, mein dicker Frosch hat ihn alle gemacht. Opfern wir ihn mal als Tribut und rufen mal dieses lustige Teil auf. Das wird schon klappen, du. Aha, machst ein Ritual? Nehmen wir einfach mal hin, oder? Was macht das denn? Ach, ein Maske des Glanzes und das mit Tribut fordert zwei Monster und eine Maske der Finsternis. Ich habe leider keine Maske der Finsternis. Aber wir haben was getötet und blöpp. Ich glaube, das Teil gewinnen wir auch, wenn er jetzt nichts Böses mehr hat. Glaube ich aber nicht, ne? Momentan, die werden zwar gegen Ende stärker, aber momentan sind die noch am Anfang des Spiels Noobs. Muss man so sagen. Oder ich bin einfach nur awesome, ne? Kann auch sein. Oh, hier. Tribut. Bam.
Jetzt habe ich hier unseren mega letzten Krieger hier, der macht hier alles jetzt alle. Hihi, ich bin dran. So. Okay, der ist jetzt im Arsch. Flop, und wir haben den ersten bösen Gegner besiegt. Um 30 gestiegen, 500 Domino. Pumpkin Geisterkönig, klingt interessant. Ha, ich habe eine Lokatorkarte. Noob. Joa, ne? Ist ja alles schlecht. Kann ich jetzt den Dino-Typen fertig machen? So ein anderes Mal. Ich habe hier den anderen gerade voll in den Hintern genommen, du. Ah, Moment. Ich konnte jetzt... Kann man jetzt hier rein, ne? Ah, oh, Kartenladen. Kartenladen. Ein Kartenladen. Hallo. Kaufen. Was hast du denn Schönes? Ich möchte einmal die. Oh, da gibt es gar keine. Aha. Die ist eigentlich gut, soweit ich das weiß. Eine volle Karte mit ersten... Alle Monster des Feindes getötet. Ja. Die möchte ich einmal haben. Nein, ich will kaufen. Kaufen. So. So nochmal. Die Markierkarte brauchen wir eigentlich nicht. Ah, hier, der ist gut. Jetzt haben wir aber so gut wie kein Geld mehr, aber ist nicht schlimm. Hm. Na gut. Gehen wir erstmal weg. Nö, hau ab. So. Kunst. Gibt's überhaupt was? Ah, hier, der Spacko. Den machen wir nochmal eben fertig, ne? Oh Gott, der hat sofort alles gelegt. Ich bin im Arsch. Und nicht, wenn ich das hier mache. Bam! Ich weiß nicht, was er da gelegt hat. Das ist mein Problem. Sicher irgendwas Böses, irgendwelche Magiekarten oder so, aber anscheinend keine Fallen. Naja, schaut mich das ja eigentlich nicht, ne? Mr. Moore ist an der Reihe. Aber was für Magiekarten? Naja, das werden wir nie herausfinden. Ich bin an der Reihe. Ich muss gleich mal in Ruhe gucken, wie ich das Deck umstellen kann, dass ich dann die Karte, die ich gekauft habe, direkt im Deck habe. Ihr wisst, was ich meine, ne? Los, der soll sich mal anstrengen hier, du. Oh, hier, jetzt kann ich den hier opfern. Tribut. Dann macht den mal hier kaputt und jetzt gibt's ja auf die Dresche, Fresche. Das Gute ist an diesem Magnetmann, den wir haben, den brauchen wir nicht opfern und er hat echt gute Angriffskräfte. Das wird uns einen entscheidenden Vorteil bringen, im Kampf auf jeden Fall. So, 3000 Domino. Ah, cool. Ja, mach das mal, plan mal besser, das war richtig scheiße von dir, muss ich sagen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann und tschüss.